So, herzlich willkommen. Neue Ausgabe, neue Woche. Hier am Montag, just der 8. Juli. Wir sind frisch raus oder zurück aus dem, also es war ein Hybrid-Ding. Außenurlaub, aber auch geschäftlich unterwegs, unten an der Côte d'Azur, beziehungsweise auch in Barcelona. Ja, zum Glück sind wir gar nicht dort jetzt am Wochenende, weil da haben sie doch die ganzen Touristen in Barcelona mit Spritzpistolen Echt? nass gespritzt. Habe ich auch heute ein Video gesehen, dass sie halt eben die Touristen raus haben wollen. Wir waren auch ganz tolle Touristen, aber hier zurück, hier in Deutschland, hier just natürlich zu einer neuen Podcast-Episode. Herzlich willkommen alle. Hallo Schätzchen, was haben wir mitgebracht, was haben wir vorbereitet? Du hast das Thema Auf jeden Fall ausgesucht. habe ich einen Bad Hair Day und der wird auch kein Good Hair Day. Aber also ich will nichts vorwegnehmen, weil es wird ja noch was anderes recorded demnächst, was weiß ich. Aber das Thema Wut, also kann man es so sagen, Wut, Säuerlichkeiten, wie gehen wir damit um? Oder wann habe ich das letzte Mal Wut verspürt? Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ich jetzt hier jede Einzelheit über meine Wutausbrüche, wenn ich Auto fahre, erzähle. Aber der Verkehr in Barcelona war schon der Hammer. Das Parkhaus war der Hammer. Ich war voller Wut. Aber inwiefern können wir denn, wo ist der Ursprung und wie können wir das Ganze kontrollieren? Das ist so für mich die Frage, wo ich mich auch viel im Stoizismus mit befasse mittlerweile. Ich habe ja vor einiger Zeit hier ein tolles Buch bekommen dazu, ja, Stoizismus im Alltag, 30 Tage Training und so weiter und so fort. Ja, wo vieles einfach, also nicht damit abgetan wird, Dinge hinzunehmen, aber Dinge können wir nicht ändern, aber wie wir darauf reagieren, können wir halt eben auch ändern. Ne? Also das Thema Wut ist für mich so ein Ding, wichtig, also damit umgehen zu können. Ne? Aber wie erlebst du erlebst mich ja, wenn ich wütend bin, aber wie stehst du zum Thema? Was hast du da für Gedanken dazu? Wie ich dich erlebe. Ja. Ja, keine Also nicht, Ahnung. dass ich jetzt hier von der Psychopathiker bin oder sowas, Psychot. Naja, also ich weiß nicht, ob man deine, naja, ob man deine Emotionen als Wut bezeichnet oder ob du selber das als Wut bezeichnen würdest. Aber du regst dich schon ziemlich schnell auf. Also du bist schnell auf der Palme und dann gibt es eine Schwall Kraftausdrücke. Und ja, dann ist es auch wieder okay, aber ich weiß halt nicht, ob das für dich normal ist oder du das als Wut bezeichnest oder keine Ahnung, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, Wut, wann habe ich das letzte Mal richtig Wut empfunden? Dann muss ich ehrlich sagen, kann ich das schon gar nicht mehr so genau definieren. Weil ich wirklich sagen muss, dass ich die 5-Minuten-Regel von Hal Elrod wirklich versucht habe zu leben. Also das heißt ja, 5 Minuten darfst du dich über jegliche Situation in deinem Leben aufregen, du darfst wütend sein, du darfst schreien, du darfst weinen, du darfst alles Mögliche. Und nach den 5 Minuten ist es vorbei, weil tatsächlich wirst du diese Situation nicht ändern. Und Wut hat für mich was mit extremen Emotionen zu tun. Also das ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt mal kurz drüber aufreg, dass, keine Ahnung, das Parkhaus so eng ist, sondern Wut hat für mich so richtig was zu tun. Da bin ich so richtig emotional sauer, mein Herz rast, mein Puls geht hoch, ich schwitze vor mir aus, ich schreie. Also das ist für mich so Wut. So, ich vergesse mich so irgendwo ein Stück weit selbst. Und ich, ehrlich gesagt, kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so empfunden habe, mit Sicherheit, kann ich sagen, dass ich meistens eher wütend bin, wenn es um andere geht. Also wenn Ungerechtigkeit entsteht. Ich mag das nicht, wenn jemand ungerecht behandelt wird und meistens aber eher, wenn nicht ich ungerecht behandelt werde, sondern wenn ich mitbekomme, dass ein Dritter ungerecht behandelt wird, dann macht mich das wütend und dann regt mich das auf. Wie wütend warst du, als Deutschland aus der EM ausgeschieden ist, oder Ah ist? ja, da war ich schon wütend, aber das war jetzt nicht so. Also so wütend wie du warst, dass Kroatien ausgeschlossen ist, so wütend war ich jetzt auch nicht. Also ich Ja, fand also es da blöd. hatte ich einen kleinen Peak an vor Also Mohn, ich, ja. ja komm, also keine Ahnung, das ist eh so ein Thema Männer und Frauen und Fußball, ne? Ist so ein anderes Thema. Ich darf mal ja gefühlt überhaupt nicht ansprechen auf dieses Fußballspiel. Also niemand darf ihn am besten ansprechen auf ein Fußballspiel, außer sie haben gewonnen.
Aber nee, da bin ich jetzt nicht. Also wie gesagt, Wut ist für mich was anderes. Wut ist für mich halt so richtig sauer zu sein. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe das Empfinden, dass die Menschen hier im Land immer wütender sind und immer wütender werden. Und dass dir da wirklich eine unkontrollierte Emotionsschwall ist in jegliche Richtung. Also ich habe wirklich so das Gefühl, dass die Leute richtig danach suchen, wütend zu werden und gefühlt wegen jedem Furz aus der Haut fahren. Aber vielleicht ist es auch nur so mein Empfinden. Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie dein Empfinden dazu ist. Es ist halt schwierig zu beurteilen. Ja, jetzt, wo die Fußball-EM war, oder nach wie vor ist, waren sie alle sehr emotional und haben dann auch durch diesen externen Faktor, ja, diesen externen Trigger, ja, über die Fußballmannschaft, haben sie viel Emotion gezeigt, waren wütend. Nach wie vor wollen sie jetzt die Schiedsrichterentscheidung zum Handelfmeter wollen sie umtüfteln, dass es ein Nachholspiel gibt und nach wie vor Hoffnung gibt, bla bla bla, all das Gedöns und sowas. Da waren sie sehr wütend. Also, ich mache da jetzt einen kleinen Exkurs, aber keiner war wütend über Gesetze, die jetzt beschlossen wurden währenddessen. Ja, dass, wenn Leute, also, das ist jetzt, hat nichts mit Ausländern zu tun, ne? Aber wenn jetzt Leute hier ins Land kommen, werden die anders besteuert. So, da war keiner wütend. Warum werde ich hier als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, ja, benachteiligt? Warum bekommt jemand anderes eine bevorteilte Steuer und so weiter? Da war keiner wütend. Die Leute haben sich auf so einen Kram fokussiert wie die Fußballer eben. Und da ist immer wieder beim Thema. Wir hatten es ja öfters gesagt, du auch jetzt auch mal unterwegs waren oder gestern, wo meine Geschwister da waren zu Besuch. Ihr gebt ihnen Spiele. Ja, im alten Rom. Und das hat die Leute alle gut abgelenkt. Na, aber ich will jetzt gar nicht so großartig ausholen. Ja. Aber im alten Rom haben sie es auch so gemacht. Gebt ihnen Spiele, Zuckerbrot und Peitsche, fertig. Ja. Und keiner hat mitbekommen, was jetzt auch so abseits von der ganzen Fußball-EM so wirklich passiert ist. So, da ist keiner wütend. Aber wo sehe ich das in der Gesellschaft? Die gesellschaftliche Wut, ja. Nehmen wir das Thema Wahlen wieder auf, Wutwähler, ja. Aber ich sehe es so prinzipiell, sehe ich den Trend, dass die Leute immer unzufriedener sind, immer wütender werden. Aber nur sehr speziell, nicht allgemein, ne? Wo man sagen könnte, diese Wut kann auch aus in was Gutes verkehrt werden, dass sie halt eben was Gutes daraus schöpfen. Nee, die werden einfach nur wütend und machen nichts und sind quasi wie betäubt, gelähmt, so auf die Art. Weißt du, wie ich meine? Ne? Ja, also ich habe generell das Gefühl, ich meine, ich kann jetzt nur von Deutschland reden, weil ich bin in Deutschland geboren, ich bin deutsch, ich lebe hier seit meinem gesamten Leben. Ich kann jetzt nur von hier sprechen, aber ich habe generell das Gefühl, dass Deutschland ein Nörglerland ist, schon eh und je. Also, dass man stets und ständig mit allem unzufrieden ist. Also, ich treffe selten Menschen, die darüber erzählen, wie schön was ist oder wie toll was war oder wie erfolgreich sie was gemacht haben, sondern jedes Gespräch fängt an, indem sich die Leute beschweren, egal über was. Ob es über das Wetter ist, ob es über die Politik ist, über das Fußball, über die Figur, über die Laune, über den Nachbarn. Also es wird generell immer gerne gemeckert. Es wird auch gerne gemeckert über den anderen. Es wird auch gerne hinter verschlossener Tür gemeckert. Früher, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, gab es Stammtische, da wurde halt gemeckert. Heutzutage wird sich auch viel im Social-Media-Bereich ausgelassen, weil man da so irgendwie denkt, man ist irgendwie geschützt und anonym und kann sich da auslassen über jegliche Dinge. Was ich ja gar nicht leiden kann, ist, wenn dann steht, die User 1, 2, 3, 4 kommentiert und dann auch wirklich noch unter der Gürtellinie. Ja, also das Gefühl ist, ich habe wirklich, ja, also ich habe das Gefühl, es war schon immer in Deutschland eine Nörgelgesellschaft, aber es wird extrem schlimm und ich habe das Gefühl, dass die Emotionen dieses Jahr extrem hochkochen und dass es wirklich schon zu Gewalttaten kommt und zu Auseinanderschreitungen und dass zum Beispiel sowas wie der Fußball als Vorwand genommen wird, irgendwie ein Schiedsrichter oder ein Fußballspiel, dass man aufeinander losgehen kann. Also so habe ich ein bisschen den Eindruck. Ich will das jetzt nicht unbedingt auf Deutschland beschränken. Wie gesagt, ich kann halt nur von Deutschland reden und nur von dem reden, wie ich es hier wahrnehme. Ich bin halt nicht in einem anderen Land. Andererseits muss man dazu sagen, wir waren ja, wie Doma gesagt hat, letztes Wochenende waren wir ja auf einer Firmenveranstaltung in Cannes und da hat eine Japanerin geredet. Das ist auch sehr erschreckend. Also die Japaner haben die höchste Selbstmordrate auf der ganzen Welt und jeder 20. Japaner nimmt sich das Leben.
weil die so einen extremen Druck haben. Wobei ich sagen muss, ich zum Beispiel nehme die Japaner immer als so extrem höfliches und total fröhliches Volk wahr. Also die sind ja immer so, oh Gott, nirgends anecken und sich verbeugen und Entschuldigung und immer lachen, ne? Aber das sieht man halt wieder, man guckt halt in die Person nicht rein, ne? Aber ich weiß es nicht, an was es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass die Vogt ziemlich über alles sehr hoch, über die Inflation, über das, was alles kostet, über die Steuer, über die Nebenkosten, über gestiegene Spritpreise, über dieses ganze also Zuwanderungsgesetze, keine Ahnung. Über den Schiedsrichter, das kann ich aber auch nicht leiden, ne? Dieses Symbol, ich will erstmal einen Bildschirm kontrollieren, da macht Fußball keinen Spaß mehr, man freut sich, es gibt ein Tor und dann hier Bildschirmchen und dann wird entschieden, ne? Also man merkt so allgemein, finde ich, so eine Unzufriedenheit. Ja, das ist aber auch immer noch so das Ding, der ganze Umgang mit dem Thema Wut, ja, wie geht dann die Person um? Und dann haben wir es ja jetzt gesehen, da, wo dann Leute massiv, wenn wir nur den Schiedsrichter jetzt benennen wollen, einfach massiv beleidigen, angehen und Morddrohungen und was weiß ich. Da sehe ich halt, guck mal, wie hoch die Frustration mittlerweile schon in der Gesellschaft ist, dass sowas halt eben passiert. Natürlich kannst du sagen, ey, jede Sunday League, ja, wenn dann die Altherren, ja, in ihrem Dorfverein, ja, da rumkicken, dann bekommt es auch mal der Schiedsrichter ab, ja, wenn dann eine Gelbe zu viel kommt oder Gelb-Rot, wie auch immer. Ja, aber ich sehe das halt eben so, dass es gar nicht mehr auf fairen Bahn abläuft, sondern das auch irgendwo als Auslassventil benutzt wird, um die Aggression loszuwerden. Wir sehen auch die Strafen, die kassiert wurden oder ausgesprochen wurden von der UEFA, wenn wir beim Thema Fußball wieder bleiben. Ich meine mal, das klar, Fans hin und her, ja, es gibt ja solche Gruppierungen, Ultras und dies und das, aber man sieht halt eben auch, warum boxen die sich auf der Straße, ja? Warum werden sie dann die ganzen Leute zu Internet-Rambos und verurteilen hier alles? Auf TikTok ist es ja auch am Explodieren, was Beleidigungen angeht. Wir sehen die verschiedensten Themen, wo die Leute sich über Schokolade mokieren und Schokoladevideos machen, wo eine Preisfindung ist für eine Tafel Schokolade, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wir haben gefühlt nur noch Wutbürger, aber keiner macht irgendwie was, also was Gescheites. Also du willst was machen, aber wirst dafür sofort mit irgendeiner Wutblase angegriffen, die gar nicht gerechtfertigt ist, nur weil irgendeinem User ein Stock im Arsch oder irgendwas quer im Arsch liegt, ja, wird sofort mega aggressiv auf die Leute losgegangen, ohne wirklich eine Grundlage zu haben. Weil wir sind auch wieder beim Thema, so wie es auch vor einigen Podcasts gesagt hat, wenn die Leute bei sich bleiben, du musst die Produkte nicht konsumieren, behalt deine Wut für dich. Ja? Da hat keiner gesagt, dass du jetzt diese Schokolade kaufen musst. Und wir haben die Schokolade probiert übrigens. Ja, die, ich fand die geil. Dubai-Schokolade. Die war tipptopp. Ja, okay, ich meine, klar, die kostet 15 Euro, aber ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt jeden Tag so eine Tafel Schokolade genieße. Genau, das war jetzt mal. Hat man sich jetzt mal geholt, hat es mal probiert und okay, ne? Ja, du gehst ja auch nicht jeden Tag ins Restaurant. Ja, da holst du dir mal, gehst du mal essen und gut ist. Jetzt haben wir halt eben mal die Schokolade probiert und was weiß ich. Natürlich gibt es Leute, die jeden Tag essen gehen, weil sie nicht kochen können. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber ich sehe halt, da fehlt ein richtiger Diskurs. Da wird nur rausgelassen, ja, ohne wirklich auch wieder auf Rücksicht auf Verluste. Ja. Was der Gegenüber denkt oder was er fühlt, ist völlig egal. Hauptsache, man bekommt sein Aderlass, man kann seinen Kram rauslassen, seine Wut laufen lassen. Ja, nicht nur die Wut laufen lassen, sondern diese Wut auch meinetwegen in körperliche Gewalt ausufern lassen und einfach richtig in die Kacke reinzuhauen. Ja. Und natürlich habe ich hier auch wieder, man könnte jetzt ja auch wieder Tipps einblenden lassen, aber es gibt verschiedene Stufen, ja, wir lernen es ja in der Kindheit schon, im Kindergarten, wie gehen wir mit Wut um, ja, mit Streit unter den Kleinen, ja, wie machen wir das im Erwachsenenalter und, aber was für Techniken gibt es überhaupt, ja, ich war ja auch schon mal auf Reha, auf Kur, wie man das sagen will, und ich sage, wie es so ist, so progressive Muskelentspannung, um selber wieder Ruhe zu finden, ist für mich der Tipp schlechthin. Na, natürlich sagt jetzt jemand, ich kann mich nicht auf den Teppich legen oder auf den Boden legen und dann anfangen, meine Muskulatur anzuspannen. Du kannst es auch in deinem scheiß Sessel machen. Ja? Du musst einfach nur in den Stadium kommen, wo du versuchst, wirklich die Entspannung herbeizurufen. Und das funktioniert auch im Sitzen.
Das funktioniert auch quasi, wenn du auf dem Arbeitsplatz bist, so dass du halt eben auch nicht nur normal funktionierst, sondern dass du deine Wut gemanagt bekommst, weil die Wut kann vieles auslösen. Ja, es gibt auch Krankheiten, die ausgelöst werden können Also durch. ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass man das auch erkennt, dass man in dieser Endlosschleife drin ist von Wut und Safe, Negativität und safe. Ärger und dass man dann auch in sich reinfühlt und sich überlegt, wo kommt diese Wut her? Weil meistens kommt die gar nicht von außen, sondern die kommt von innen, weil nur du kannst an deinem Leben was ändern. Also extern kann da nichts geändert werden. Also selbst wenn, keine Ahnung, wir jetzt eine komplett andere Politik haben und keine Ahnung. Dann ändern sich vielleicht Dinge, aber da werden auch Dinge sein, die dir nicht gefallen. Also kannst nur du an dir selber, an der Situation was ändern. Und du musst halt erstmal wirklich reinfühlen, woher kommt diese Wut, ne? Also wieder ein anderes Beispiel. Es gibt eine auch bei uns, also eine Kollegin quasi, die ist ausgewandert nach Marokko. Das ist ihr Heimatland. Die ist jetzt auch gar nicht aus Deutschland. Die kommt, also die hat in Holland gewohnt. Und sie hat begründet, dass es natürlich schwierig ist, wenn man einfach positiv sein möchte, auf einem hohen Level viel erreichen will und ist in einer Gesellschaft oder in einem Umfeld, wo sich halt prinzipiell nur beschwert wird. Also sie hat es halt auf Europa bezogen. Und deswegen war es für sie ein Grund zu sagen, sie geht in ihr Heimatland zurück. Sie kann, wie wir, remote arbeiten. Also wir können ja von überall aus arbeiten. Somit können wir es uns ja aussuchen, wo wir sind. Und sie sagt, ihr geht es so viel besser. Und sie ist so in einem viel energetischen, also in einem besseren energetischen Umfeld, um einfach ihre Dinge zu erreichen. Ja, es kann jetzt nicht jeder auswandern, weil nicht jeder remote arbeitet. Das könnte jeder. Meldet euch gerne bei uns, aber das muss man halt auch wollen. Aber ihr könnt definitiv, seid ihr, wie sagt man, ihr seid der Schöpfer eurer eigenen Geschichte. Also jeder kann in sich reinfühlen, woher kommt die Wut und was möchte ich ändern und was will ich anders tun, ne? Das heißt für viele andere, ich meine, es gibt ganz viele Leute, die wandern aus im Moment, ne? Mal viele gehen nach Dubai oder keine Ahnung wohin. Aber ich habe tatsächlich schon super viel erlebt, ne? Ich habe jetzt auch eine gesehen, die ist nach Italien zurück ausgewandert, arbeitet auch remote. Ich habe keine Ahnung, was sie macht, aber sie arbeitet von zu Hause. Es gibt welche, wie gesagt, die gehen nach Dubai. Ich habe jetzt welche gesehen, eine gesehen, die ist nach Barcelona tatsächlich lustigerweise ausgewandert. Ich glaube, sie ist auch Spanierin, arbeitet da nebenberuflich noch im Café, ist aber auch also auch im Online-Marketing tätig. Also es gibt viele, viele Varianten, wie man etwas ändern kann und wie man die Wut los wird. Aber man muss halt de facto was tun und sich nicht nur beschweren, weil letzten Endes bringt es einfach dich selber nicht weiter, es bringt andere nicht weiter und es macht dir einfach nur schlechte Laune und schlechte Laune macht irgendwann krank. Ja, das war halt auch mein letzter Punkt, also wo ich angesprochen habe. Irgendwann entwickelst du halt Krankheiten, sei es wirklich, dass du nicht mehr schlafen kannst, Schlafstörungen oder dass du halt eben auch aggressiv deinen Liebsten gegenüber bist, ja, dass du handgreiflich wirst eventuell oder halt eben auch einfach nur verbal. Ja, das langt ja auch schon, du musst ja halt immer nur handgreiflich werden. Wenn du halt eben so deine Wut nicht mehr kontrollieren kannst, dass halt eben dein Umfeld darunter leiden muss. Ja, und ich denke mir auch oftmals, klar, ich erwische mich ja selbst, wie oft ich wütend werden kann und wütend bin. Aber wohin bringt mich die Wut letzten Endes? Ja, und dann sind wir eventuell an einem Punkt, da muss man wieder diskutieren, bla bla bla. Und dann sieht man halt eben auch, dass es einem nichts gebracht hat, dass man halt eben einfach wieder nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde seine Lebenszeit verschwendet hat, irgendwas auszudiskutieren, weil man unnötig wütend war. Ja, so das Parkhaus in Barcelona, das, ich glaube, ich habe es auf dem Vlog aufgenommen. Es war einfach so fucking eng, wie in Rom die Parkhäuser auch eng sind. Doch, was hat was gebracht? Ich denke halt einfach, wir befinden uns komplett im Wandel von der Zeit. Und viele Menschen kommen mit diesem Wandel einfach nicht klar, weil der Mensch ist ist einfach ein Gewohnheitstier, ein Routinetier und möchte, dass alles gleich bleibt. Dann kommt dazu, diese Generation Z, um die immer so viel Wellen gemacht wird, versteht die alte Generation nicht. Die neue Generation, also die alte Generation will die neue Generation nicht verstehen. Und wir sind halt krass in einem Konflikt der Generationen. Es gab schon immer Konflikt in der Generation, aber ich glaube einfach, dass das, was jetzt kommt, einfach so ein krasser Unterschied ist zu dem, was war. Also man muss es ja mal so betrachten, Deutschland ist ja ein Land, in dem extrem wirtschaftlich und produktiv schon immer gearbeitet wird. Das heißt, die Menschen hier
waren ja eh und je richtige Arbeitstiere. Das Wichtigste hier in diesem Land ist die Arbeit gewesen und man ist von morgens bis abends auf der Arbeit und wenn man muss, dann arbeitet man auch sonntags. Manchmal auch für einen Hungerlohn, weil, keine Ahnung, die Arbeit ist halt die Arbeit, ich weiß es nicht. Und die Generation, die jetzt kommt, die hat da drauf einfach keinen Bock mehr und die hat auch mit Recht keinen Bock mehr da drauf. Weil wenn man mal darüber nachdenkt, ist es auch gut, dass sich jetzt was ändert, weil wenn man überlegt, wie viele Menschen einfach psychisch mit dem Druck auch einfach nie mehr umgehen können, der hier herrscht, dann ist es auch ganz normal, dass die Generation heute sagt, ey, ich habe da drauf keinen Bock, ich mache mir einen TikTok-Account und verdiene mein Geld mit TikTok und dann verdiene ich halt keine, was weiß ich, 10.000 Euro im Monat, wobei das sowieso ja nur ein Zehntel der Bevölkerung, wenn überhaupt, verdient, sondern dann habe ich vielleicht meine, weiß ich nicht, 2.000 Euro netto oder vielleicht auch weniger und bin aber happy. Ne? Ich kann um die Welt tingeln, habe halt nur das Geld, was ich habe. Vielleicht habe ich auch mal Glück, ein Video geht viral, dann verdiene ich mehr. Ich meine, die haben wahrscheinlich alle das Ziel, dass sie da, keine Ahnung, wer die großen Jindawis, ja, dass sie die Jindawis werden, ich weiß es nicht. Ja, jeder will halt eher so seiner Leidenschaft folgen. Ich meine, die nach Barcelona ausgewandert ist, hat auch gesagt, also sie arbeiten im Café und man muss wissen, man verdient da einen Hungerlohn, also 7 Euro die Stunde. Aber sie macht es einfach, weil sie das gern macht, sie ist gern unter Leuten. Das ist nur ein Nebeneinkommen, sie ist hauptberuflich online tätig, ne, hat die gesagt. Also es ist nur wie eine Absicherung oder keine Ahnung, wie man es nennen mag. Und ich glaube einfach mit diesem Generationswechsel, ich merke das auch, wenn ich mich mit meiner Mutter unterhalte zum Beispiel oder auch mit meinem Opa oder so, ne? Also mit dem Generationswechsel kommen die, also die wenigsten kommen damit klar. Und ich meine, zum Teil kommen wir ja auch nicht damit klar, wo ja noch gar nicht alt sind, sondern einfach so in einem mittleren Alter sind. Aber zum Teil kommen wir ja auch nicht damit klar. Also die Alten möchten gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Und die junge Generation will einfach komplett durchdrücken, was sie so möchte. Und ich glaube, der goldene Mittelweg ist wie immer wahrscheinlich das Richtige, aber dafür braucht man halt auch Verständnis füreinander. Ne? Also, ja, wie soll ich denn sagen? Also, für meine Mutter, die Generation meiner Mutter, ist so das Thema Respekt und Anstand und wie soll ich sagen, man hat Respekt vorm Alter, ist für die so ein ganz hoher Wert. Also, man darf am besten gar keine Widerworte jemand geben, der älter ist wie man selbst. Ne? So ist meine Mutter groß geworden, die ist ja auch aus Malaysia, Chinesin. Und das sind so die Werte, die meine Mutter hat. Aber ich war schon jemand, der schon immer wieder Worte gegeben hat. Dann habe ich immer zu hören bekommen, ah ja, du bist Bogasi. Bogasi heißt, ich weiß nicht, ob das Malaysisch oder Chinesisch ist, aber es heißt auf jeden Fall, du hast keinen Respekt vorm Alter. Obwohl, wie gesagt, ich bin mit Sicherheit nicht fresh oder habe da jetzt irgendwie mit Schimpfworten oder so um mich geworfen. Nein, gar nicht. Nur ich habe mich gewagt, etwas dagegen zu sagen. Also ich habe mich gewagt, eine andere Meinung zu haben. Und schon das ist quasi, also das ist schon ohne Anstand, ohne Respekt, weil man sagt nichts gegen das Alter, ne? Und das Ding ist aber, die Generation von heute möchte halt über Dinge nachdenken, die möchte diskutieren, was ja auch richtig ist. Also wie gesagt, ich wollte das schon, ja? Und man nimmt nicht einfach so hin, dass man eben jetzt Respekt vor jemand Älteren hat, auch wenn der sich respektlos verhält. Das ist ja das Nächste. Also alte Menschen denken manchmal, sie können egal sich benehmen wie der letzte Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, ja? Und keiner sagt was. Aber die junge Generation, vielleicht haben wir das noch so hingenommen, weil komm, egal, komm, ist alt und keine Ahnung. Aber die Generation von heute, die sagt einfach, ey, nein, sorry, nein, das geht einfach nicht. Egal, wer du gerade bist, ob du jetzt Mama, Papa, Opa, Oma oder sonst wer bist, funktioniert nicht. Hier ist eine Grenze erreicht, ich bestimme über mein Leben selber und nicht du bestimmst über mein Leben und über meine Zeit, ne, zum Beispiel. Und ich glaube, das sind alles so Konflikte, die da ineinander spielen und das sorgt natürlich für Wut, oder? Man darf halt eben auch nicht vergessen, ne? Das Thema mit Respekt ist ja auch immer nicht nur Respekt zu erwarten, aber sind die Leute auch gewillt, Respekt zu geben? Für mich ist das in der Wechselbeziehung und davon auszugehen, dass dir das Alter automatisch Respekt bringt, ist halt, guck mal, wir haben ja die Generation Z und die Millennials, also du auch mit 83er Jahrgang gehörst auch so den Millennials, ne? Musst du halt eben auch akzeptieren, aber wir sind halt nicht diese... Als ob du jetzt so viel jünger bist wie ich. Nee, aber wir gehören halt eben auch dazu, zu dieser Generation, du hast ja eben gesagt, deine Mama erwartet das, ne? Aufgrund des Alters, ne? Das war halt eben so, ist halt eben so und du denkst ja auch schon anders. Die Generation, die nachkommt, denkt auch wieder anders, aber worauf ich hinaus will,
Wenn die Wut dir Power bringt, auf die Straße zu gehen und dafür einzustehen, was du willst, dann finde ich das gut. Aber schau mal, unsere Eltern, deine, meine, wir auch immer oder auch Leute, die wir so kennen, die haben auch immer als Argument gesagt, weil sie so viel gearbeitet haben, ich will mal, dass du es besser hast als ich. Ich will mal, dass du nicht die 12 Stunden arbeiten musst. Ich will nicht, dass du, auch wenn du groß bist, ne, es gibt ja immer diese großen Reden, ich habe das alles. Also meine haben das nicht gesagt. Nicht? Nee. So, ich will mal, dass du nicht diesen Beruf ausüben musst. Ich will, dass du studieren gehst. Nee. Oder keine Ahnung, dass du mal eine höhere Ausbildung genießt. Ne? Mhm. Aber so sagt man ja halt eben, ja, dass dann vieles so passiert ist. Aber dann wundern sie sich, oder auch wir teilweise über die neue Generation, die nachkommt, dass halt eben weniger Handwerker da sind, dass halt eben Leute TikTok-Stars werden wollen, YouTuber, Twitch-Streamer, Kick-Streamer, wie auch immer. Die wollen einen anderen Weg einschlagen und dann wundern sich die Leute. Gut, aber bei uns, bei dir war es ja auch so. In unserem Haushalt war es wichtig, eine Ausbildung, solide Ausbildung zu haben, was zu lernen und zu schaffen. Du solltest ja auch Elektriker werden und nicht Student. Weil da kannst du viel auf Baustelle, ja. Kannst du auf Baustelle ein bisschen, die haben gar nicht bisschen gedacht, zack, dass ich mal studiere, weil die studieren. Nee, dafür. Aber so wie du, oder wenn Leute dann ein Haus bauen, ich habe da jetzt, keine Ahnung, noch eine Erdgeschoss- oder eine Souterrain-Wohnung reingemacht, für meine Kinder irgendwann mal. Nein, das macht ihr alles für euch. Machen wir uns nichts vor. Wie viel Platz brauchst du zum Wohnen effektiv? Brauchst du dann nochmal den 600 Quadratmeter Garten hinten dran? The fuck brauchst du nicht. Du gehst nichts anbauen, du hast keine Gurken, keine Tomaten im Garten. Für was brauchst du dann hier noch dein Ballesteckchen, keine Ahnung, dein ich mache mir dann noch irgendwie so ein Efeu hin. Ja, das brauchst du alles gar nicht. Das machst du für dich, aber ich meine halt eben damit, sobald halt eben anders läuft, ja, und dann mit Wut auf die Straße gegangen wird, ist es komisch. Ne? Also deswegen, wenn die Wut was verändert, ist es ja das eine, aber wenn die Wut in was anderes ins Gegenteilige verkehrt wird, ist es halt eben richtig beschissen. Ja? Und auch hier können wir auch gerne mal drauf eingehen. Wollten sie es oder wollten sie es nicht, die Eltern, ne, dass aus einem was Besseres wird oder was heißt was Besseres, ne? Das hat ja mit besser nichts genau. zu tun, aber meine haben halt den Glaubenssatz gehabt, dass wir halt eine Arbeiterfamilie sind und dass aus einer Arbeiterfamilie kann kein Akademiker werden. Ja, aber deswegen, das ist auch schon wieder ein Trugschluss. Ja, natürlich. Ihr seid ja eigentlich keine klassische Arbeiterfamilie. Ja, deine Großeltern haben einen Betrieb gehabt. Ja, aber für die war das immer, ja. Immer mit den Füßen auf dem Boden bleiben, ne? Nicht hochstapeln, immer normal bleiben. Ja, also aber, das war dann, ja so. Dann bin ich aber auch dabei. Welches Mindset übernehme ich? Welches limitierende Mindset? Ja, also das Ding ist. Das macht mich jetzt gerade wieder wütend, sowas immer zu hören. Das war halt so. Ja. Wir waren halt keine Akademikerfamilie. Ich bin der erste Akademiker quasi in der Familie, der einen Studienabschluss hat. Aber auch nur, weil ich halt rebellisch genug war, mich zu wehren und zu sagen: Ey, sorry, aber ich werde nicht in eurer Kiste bleiben als Arbeiterfamilie, wenn aus mir mehr werden kann. Und tatsächlich ist ja auch mehr aus mir geworden, aber eben weil ich meine Wut vielleicht benutzt habe, um in mich selber zu investieren, um quasi zu studieren, um erfolgreiche Führungskraft zu werden und. Ne? Also ich will das jetzt auch nicht immer alles hier nur auf den Beruf beziehen, aber wenn man mal guckt, wie viele zwischenmenschliche Beziehungen man so führt, ne, Freunde, Bekannte, Verwandte, wie auch immer, ne, finde ich auch, da kann man sich schnell über Leute aufregen, kann man auch schnell eine Wut entwickeln, wo ich aber der Meinung bin, diese Wut kannst du abschalten, indem du entweder alles schluckst, ja, wenn du dich gar nicht mehr dann aufregst oder sagst, okay, so ist es halt, ich kann die Person nicht mehr ändern, oder du suchst halt eben für dich die Möglichkeit, davon Abstand zu gewinnen, sei es über räumliche Distanz, sei es über, über eine andere Art von Kommunikation, sei es über Internet, Telefon, wie auch immer, Social Media. Ich finde, das ist auch ein riesengroßer Faktor, wen hast du in deiner Umgebung, wer schürt eine Wut in dir, ja, was triggert die Person. Das heißt nicht, dass du jetzt all deine Verwandtschaft, Freunde oder sowas, keine Ahnung, dass du da jetzt Kontakt abbrichst, aber wenn du siehst, dass da eine Person dir nicht gut tut, finde ich, das ist ein wichtiger und richtiger Punkt, da Abstand zu gewinnen. Das ist ein komplexes Thema, auf jeden Fall Wut, ja. Auch natürlich, wenn es in der Familie steckt irgendwo, der Trigger.
Aber ich finde, auch durch eigene Erfahrung, wenn man sich da so ein bisschen distanziert, dann wirkt das Wunder. Weil natürlich, nochmal, was werden da für Triggerpunkte bei dir gedrückt, dass du dich über eine Person aufregst, dass du Wut entwickelst und so was? Siehst du das in dir selber? Bist du vielleicht selber so? Ja, es gibt ja diese psychologischen Ansätze, ne, warum man halt eben so ist. Aber ich finde, wenn du dich einer Sache entziehen kannst und es dir gut tut, bitteschön. Ja. Also ich denke einfach, dass das Jahr gekommen ist, kann jetzt jeder sagen, wie er will. Ich bin Chinese, ich glaube ans chinesische Horoskop und es ist das Jahr des Feuerdrachen und der Feuerdrache, wie es ja schon sagt, ist sehr impulsiv und so wie es in dem Horoskop auch betitelt wird, aber ich es auch wahrnehme, die 6 Monate, die wir in dem Jahr jetzt schon verbringen, ist es so, dass diese Wut irgendwo herkommt und das einfach das Jahr ist, um einfach Tacheles oder um einfach Dinge abzuschließen und neue Dinge zu beginnen. Und generell bin ich der Meinung, dass jeder mal in sich horchen sollte, was sind die Dinge, die mir nicht gut tun, sei es das Umfeld, sei es die Arbeit, sei es irgendetwas essen vielleicht, ne, die Ernährung, sei es egal was, was tut mir nicht gut. Und man sollte wirklich da den Mut haben, einfach mal einen Cut zu machen. Leider passiert es im Moment, dass dadurch halt viel Streit auch entsteht. Weil, wie gesagt, die Energien sind halt wirklich sehr geladen, ne, wer sich mit so Themen auseinandersetzt. Aber ich glaube, es ist einfach an der Zeit zu sagen, es ist eine Grenze erreicht bis hierhin und nicht weiter. Und wenn mir Menschen nicht gut tun, dann muss ich einfach an mich denken und muss davon Abstand gewinnen, weil es hat halt keinen Wert, dass man sich mit Menschen auseinandersetzt, wo am Ende des Tages einfach, wie Thomas sagt, wütend ist, wenn man mit denen das Gespräch beendet, egal in welcher Form man jetzt mit denen gesprochen hat, ob es jetzt über WhatsApp ist, über Nachrichten, über Telefon, ob man die Leute live gesehen hat oder über Zoom, wie auch immer, dass man einfach sagt, man gewinnt jetzt mal Abstand und jeder zieht sich mal zurück und kümmert sich um sich und um seine Wut und verändert Dinge. Also egal, wie gesagt, in welcher Richtung. Also auch wenn man nicht zufrieden ist mit seinem Job, sollte man einfach gucken, was kann ich tun, was macht mir Spaß, weil es gibt 1 Million Jobs da draußen und die Unternehmen suchen händeringend nach Leuten. Also es gibt gar keine bessere Zeit, um sich neu zu orientieren. Ja, man muss vielleicht Abstriche machen. Vielleicht muss man auch in sauren Apfel beißen und einfach mal die Extrameile gehen, um finanziell abgesichert zu sein. Aber de facto ist es so, egal wie viel Geld man hat, es reicht ja eh nicht. Also, ne, ob man jetzt wenig hat, ob man viel hat, irgendwie bekommt man es ja immerhin, seine Rechnungen zu zahlen. Oder vielleicht muss man dann auch einfach sagen, weiß der Kuckuck, man trennt sich von manchen Dingen oder so, ne? Ich weiß es nicht. Aber de facto, finde ich, ist eine Zeit gekommen, wo es so einfach nicht mehr weitergehen kann, wie es gerade ist. Weil es mega eskaliert, egal wo man hinguckt. Egal, ob ich in die Fußball-EM guck, ob ich in die Politik guck, ob ich in meinem Bekanntenkreis guck, egal wo, ich sehe lauter brennende Herde, also lauter brennende Feuer, die zum Teil auch einfach nicht mehr gelöscht werden können, sondern ausbrennen müssen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Ja, also ich komme jetzt hier als Feuerlöscher um die Ecke, aber wir haben ja halt eben die Möglichkeiten, also jetzt wieder keine Werbung in dem Sinne, aber wir haben doch die Möglichkeit, was wir schon seit Jahren schon machen, umgesetzt haben und pipapo, dass es eine Option gibt. Und nochmal, wir haben den Montag, ja, und wie viele Leute sich am Wochenende schon wieder aufregen, dass der Montag schon doch lieber der Freitag schon wieder wäre, ne? Das I hate Monday. Und was weiß ich nicht, das ganze Gedöns, das kann man bald nicht mehr sehen. Ja, ich kann es auch bald nicht mehr sehen, wenn dann Leute neidisch darauf sind, was andere verdienen und was andere machen, wo es dann die Vergleichsportale gibt im Internet, wer was verdient und wer was nicht verdient hat. Ja, wer bist du denn zu entscheiden, wer was verdient hat? Klar, ich fange jetzt nicht hier mit der Politik an. Ne, was die hier als ihr Salär, wie sie das verdienen, ob es gerechtfertigt ist. Ja, aber wenn du doch was anders haben willst, wenn du dich doch woanders siehst, dann mach's doch. Natürlich erwischen wir uns auch selber als dabei, dass wir immer ganz so fleißig sind, dass wir noch mehr machen könnten, dass wir wissen, was Potenzial ist, dass man eigentlich noch mehr machen könnte. Ich könnte jetzt heute den ganzen Tag und morgen ganz viele Vlogs noch zu Ende schneiden, na, was aus Kroatien noch übrig geblieben ist oder jetzt aktuell über Frankreich und Spanien, wo wir waren. Ja, aber es passiert jetzt dazwischen auch noch viel, aber das soll auch keine gut gelegene Ausrede jetzt sein. Ich muss mich dran machen und wir werden uns auch dran machen, aber ich weiß, dass wir es auch lösen können. Aber viele beschweren sich nur noch und machen gar nichts mehr. Ja,
Ja, das Ding ist halt, wenn man merkt, man ist unzufrieden, muss man natürlich sich auf die Suche begeben und sich verschiedene Dinge auch mal angucken. Und da werden auch Dinge dabei sein, wo man sagt, ey, nee, das ist eigentlich doch gar nicht so mein Ding. Und es gibt Dinge, wo man einfach sagt, okay, das ist mein Ding, aber man muss sich halt Sachen angucken. Und ich habe es ja schon mal, glaube ich, in einem Podcast oder so gesagt oder auch schon häufiger in einem Live oder so. Das Ding ist, viele Leute beobachten uns, beobachten, was wir machen. Wir machen das nicht seit gestern, wir machen das schon seit 7 Jahren. Also es ist schon eine ordentliche Zeit und ich glaube, die Zeit zu sagen, mal gucken, wie lange die das machen, ist schon vorbei, weil wie gesagt, sind schon 7 Jahre und es scheint ja für uns zu funktionieren, sonst würden wir es ja nicht machen. Also die Frage ist ja die, vielleicht funktioniert es ja für dich auch, aber wenn du dir es halt noch nicht mal anhörst und noch nicht mal versuchst, dann kann es natürlich nicht für dich funktionieren, dann wirst du ewig der Frustrierte bleiben, der wütend ist und am Bildschirm sitzt und beobachtet, wie andere ihr Leben ändern und einfach glücklich sind. Und das kann man für alles nehmen. Das geht ja nicht nur um die Möglichkeit, die wir bieten. Es gibt 1 Milliarde Möglichkeiten da draußen. Aber du musst halt mal anfangen, etwas wahrzunehmen und dir etwas anzuschauen und nicht in deinem Alltagstrott zu versickern und danach dem Alltagstrott die Kiste einzuschalten und am besten vielleicht noch am Telefonat mit der Freundin oder mit dem Freund nölen und dann sich vor die Kiste zu hocken und keine Ahnung, Fernsehen zu schauen, ja. Also man muss halt einfach sich mal aus der Komfortzone rausbegeben und einfach mal schauen, was man ändern kann. Und wie gesagt, vor allem, also als mein Gold Nugget ist einfach, setzt euch mal hin, nehmt euch die Zeit und horcht in eure Wut rein und schreibt euch mal auf und überlegt euch, woher kommt die Wut? Ist es aus meiner Beziehung? Ist es aus meinem Umfeld? Ist es aus meinem Arbeitsplatz? Ist es meine Familie, ist es, was weiß ich, weil ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper. Woher kommt die Wut, die du hast? Was stört dich? Schreib das mal runter und überleg dir, was kannst du daran ändern, um es zu verändern? Und jeder kann irgendwo seinen Quäntchen Beitrag leisten, um etwas zu ändern. Ganz ehrlich, wir haben auf dieser Veranstaltung eine getroffen, das ist eine Japanerin, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Und sie hat sich wie soll ich sagen, sie hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie einfach eine positive Community in Japan schaffen möchte, dass die Menschen sich einfach nicht mehr umbringen wollen und einfach positiv sind. Und sie hat es wirklich schon geschafft, 300 Menschen Förstlein, nur Förstlein, also die sie selber quasi mit in die Community geholt hat, denen sie hilft, ein finanziell freies Leben zu führen. 300 hat sie. Was aber, wie gesagt, die hat ja in die Breite Tausende von Menschen, die sie mit in diese Community holt. Und das ist doch eine schöne Intention. Und auch du kannst es. Manche sagen vielleicht, ah, was hocken die sich da hin? Was machen die live? Was machen die Videos? Jetzt machen die noch YouTube und TikTok. Für uns, wir sagen, wir möchten etwas ändern. Und dieses, dass wir nach außen gehen und dass wir eine Stimme haben, ist einfach ein Beitrag, um die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen. Und wer uns mag und wer noch viel mehr in seinem Leben verbessern will, der kann mit uns sprechen und vielleicht arbeiten wir zusammen und vielleicht sind wir ja in Zukunft euer Umfeld. Aber darum geht es in erster Linie, geht es einfach darum, einen Beitrag zu leisten. Und wenn wir mit diesem Podcast, ich habe es schon mal gesagt, nur eine einzige Person erreichen, die es schafft, ihre Wut jetzt loszuwerden, dann ist es für uns schon das Größte, was wir geleistet haben. Weil dann haben wir wieder einer Person geholfen, einfach glücklicher zu werden. Und das kannst auch du. Jeder kann das da draußen. Und es kostet kein Geld. Ihr müsst einfach nur, keine Ahnung, euer Handy nehmen und ein Live machen oder so, ja? Oder jemand helfen oder keine Ahnung. Ja, nutzt eure Wut für was Positives, statt euch nur mit belanglosen Schmutz irgendwo zu be beschäftigen und halt eben nichts zu ändern. Klar, auch hier als vielleicht meine letzten Worte, vielleicht bist du nicht der große Unternehmer oder die Unternehmerin, ja, aber man sollte jede Möglichkeit geprüft haben, bevor man sagt, das ist nichts oder ne, das ist was für mich. Also prüft es, setzt dich mit uns auseinander. Guck dir unseren Content an, lernt uns ein Stück weit kennen. Ja, ich meine mal, so wie wir uns hier präsentieren, so sind wir auch. Klar, Kamera on, off, wie auch immer, sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber prüfe jede Möglichkeit und dann kannst du sagen, es ist was. Vielleicht ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht ist es im halben Jahr was. Ja, wir haben ja auch unsere Veränderungen, ja, auch gehabt und der Mensch verändert sich ja. Heute
schmeckt ja die Bolognese, nächste Woche willst du nur noch Schnitzel essen. Das ist ja alles so ein bisschen wechselhaft. Aber prüft das Angebot und ansonsten euch allen noch eine tolle Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr das Ganze seht. Ja, ein Like, ein Abo, wie auch immer. Ja, darüber würden wir uns sehr freuen. Bis dahin und ja, Ciao. bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Ciao.